Es ist Freitag, der 25. Mai, morgens um 6.15 Uhr. Der Grund, warum wir bei der Hanse Merkur heute alle schon so früh am Start sind, ist ganz einfach. Rund 100.000 Bienen beziehen ihr neues Quartier auf dem Dach unseres Bürogebäudes. Und was da genau passiert, das erklärt uns der Imker Michael Röper jetzt ganz genau. Wie viel fliegendes Personal ist da jetzt drin? Jetzt zurzeit dürfen so 40.000 bis 50.000 Stück sein. Und das geht dann im Winter zurück bis auf 5.000 bis 10.000. Woran liegt das, dass wir nachher im Winter, weil sie die Temperaturen schlecht vertragen? Oder? Ja, also jede einzelne Biene lebt eigentlich nur so 4 bis 5 Wochen und die erneuern sich ja ständig. Also sterben jeden Tag Hunderte. Zurzeit werden aber jeden Tag 1.000 neu geboren ungefähr. Und das wird im Winter kehrt sich das Verhältnis natürlich um. Ne? Dann sterben mehr und es werden kaum noch neue geboren, weil die Königin keine Eier mehr legt. Und ja, das geht dann so runter bis 10.000, 5 bis 10.000 brauchen sie, damit sie überhaupt überleben. Und die Winterbienen leben auch bis zu einem halben Jahr. Jetzt sind die ersten Bienen raus. Wie orientieren die sich jetzt hier? Das ist ja für sie eine völlig neue Umgebung. Mhm. Also jetzt fliegen einige Kundschafterinnen sozusagen, kann man die nennen, raus und erkunden die Gegend. Die müssen sich ja ganz neu orientieren. Und die werden dann irgendwo eine Trachtquelle erkennen, so nennt man das. Also da, wo sie dann viel Nektar bekommen. Und dann werden sie den anderen sozusagen Bescheid geben. Das machen sie über diesen Schwänzeltanz. Da zeigen sie mit der Richtung, in der sie tanzen und der Frequenz, wie sie sozusagen mit dem Hinterteil wackeln, zeigen sie an, wie weit entfernt ist die Trachtquelle und in welche Richtung. Nun sind wir hier ja an der Alster. Wie weit müssen die fliegen, um an diese Trachtquellen zu kommen? Oder sehen Sie hier eine Chance, dass die hier in der Nähe irgendwas finden? Ja, sie können im Umkreis von 3 Kilometer was finden, aber da werden Sie hier überhaupt keine Probleme haben. In Hamburg gibt es so viel Grün, da finden Sie was. Wissen Sie, wie weit der nächste Bienenstock oder das nächste Volk, was hier zirkuliert, entfernt ist? Wahrscheinlich zufälligerweise einer von uns. Ja. Also der nächste Bekannte, weiß ich, ist hier am Michel. Wann kommen Sie das nächste Mal und was machen Sie dann? Normalerweise kommen wir jetzt so einmal die Woche. Da würde wahrscheinlich das nächste Mal mein Mitarbeiter kommen. Einmal die Woche, alle 2 Wochen sowas. Da ist jetzt sehr viel zu tun. Im Winter kommen wir dann im ganzen Winter vielleicht nur 2-3 Mal. Müssen wir da noch irgendwas beachten, was machen und uns um irgendwas kümmern? Wir kommen ja ungefähr 15 Mal im Jahr und machen da Durchsicht. Und das, was jetzt zurzeit ansteht, ist vor allen Dingen die Schwarmkontrolle. Wir wollen möglichst verhindern, dass sie schwärmen. Passiert auch mit diesen Völkern, die wir haben. Das heißt genau? Dann zieht die Königin aus mit einem Teil des Volkes. Und dann zum Beispiel braucht das alte Volk. Und sucht sich ein neues Zuhause. Genau. Dann werden sie sich wahrscheinlich hier in den Baum hängen. Aber das passiert nicht bei diesen Völkern. Die sind so gezüchtet, dass sie nicht schwärmen. Also wir hatten es noch nie, glaube ich, bei unseren Völkern, die wir erkunden haben. Die schwärmen dann aber nur Richtung Pflanzen, also weil hier sitzen ja auch viele Mitarbeiter und normalerweise so 2 bis 10 Meter hoch im Baum auf. Und da warten sie dann einen Tag und sind dann auch nicht unbedingt aggressiv. Aber natürlich, wenn man einen Schwarm sieht, dann ist man nicht gerade beruhigt. Und sind dann da eigentlich still und warten da meistens einen Tag. Und in der Zeit suchen einige von den Bienen ein neues Zuhause. Woran erkennen Sie denn, was das hinterher für ein Honig ist? Sie wissen doch gar nicht, wo die immer hinfliegen. Also nee, weil Sie gerade sagen, Sie hätten Lindenhonig, schmecken Sie das hinterher? Also das kann man mehr oder weniger schmecken und sehen. Wenn man es genau wissen will, kann man das analysieren. Kann man so eine Probe einschicken und dann sagen Sie einem genau, wie viel von welcher Sorte drin ist.